So, da wären wir wieder. Und ich habe es mir überlegt. Wir haben jetzt eh nicht gerade so viele Seelen. Deswegen möchte ich jetzt probieren, die gute Dame nochmal anzugehen. Tune Spells. Wie machen wir das am besten? Mit unseren stärksten Geschossen. Das heißt, wir laufen dahin, versuchen als allererstes einen Schuss reinzubekommen und dann durchgehend zu schießen, dass sie gar nicht dazu kommen zu zaubern. Frage ist, benutzen wir dazu unsere ganz starken Zauber, die aber länger dauern zum Zaubern, oder versuchen wir einfach 62 Mal sie mit dem kleinen Pfeil zu treffen und hoffen, dass sie daran stirbt? Das wäre nämlich auch eine Taktik. Ich glaube, wir testen es einfach mal. Das heißt, ich gebe mir jetzt mal 2 Leben. Ein Leben, wo wir es mit den großen Kanonen versuchen. Wobei ich die jetzt mal einstellen müsste, dass sie so rum sind. Genau. So. Also ein Leben, wo wir es mit den großen Kanonen zuerst versuchen, möglichst viel Bang reinzubekommen. Und wenn das dann nicht klappt, dann versuchen wir es nochmal mit ganz vielen kleinen. Wobei wir es auch in einem Leben machen können, wenn ich es denn überlebe. Also wir gehen einfach hin, sobald die großen Kanonen verpufft sind und nichts gebracht haben, switchen wir auf die ganz kleinen Geschosse und versuchen sie damit quasi im Stun-Lock zu halten. Also dass wir schneller zaubern, als sie zaubern kann und dadurch sie zu nichts kommt und irgendwann tot umfällt. Das wäre der Plan. Mal gucken. Oh, gib mir das Fernglas. Ich will gucken, ob ich die ansnipern kann. Hallo? Blut, 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 Blut. Das ist nicht sehr motivierend, Jungs. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sie angegriffen hat. Kuckuck. Okay, gib ihr. Okay, jetzt muss ich mich heilen, sonst bin ich gleich tot. Und jetzt will sie sich. Das sieht gut aus. Aber ihr Zauber ist zu schnell. Na komm, na komm, na komm. Heilen. Und sie hat sie auch geheilt. Na komm, einmal. Wucht. Der macht richtig viel Schaden. Und sie sind tot. Ja, gut. Also, es hat mich überrascht, wie schnell wir sie auf 40-50% bekommen haben. Das war schon mal gut. Schlecht war, dass halt die Zauber so lange gebraucht haben, dass ich nicht wirklich Zeit hatte, zeitig genug auszuweichen. Das heißt, wir wechseln unsere Taktik. Attune Spells. Wir nehmen das Geschoss mal raus, nehmen dafür das kleine. Und diese Spear Barrage, die können wir mal testen. Also Plan ist es jetzt, sie zu unterbrechen. Entweder mit den einzelnen schnellen Geschossen oder mit den ganz vielen Geschossen. Mal gucken. Erstmal hätte ich gerne meinen Seelenhaufen wieder. 1300 Seelen sind 1300 Seelen. So, und ich würde gerne woanders kämpfen als in diesem schmalen Gang. Jetzt unterbricht sie mich. Und auf die Distanz bringt das gar nichts. Komm mal raus hier. Komm mal nach Majula rein. Können die Dorfbewohner zugucken, wie wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ah. Kommt hier gar nicht raus. Okay. Guck, guck. Oh oh. Mach das nochmal. Au. Blatt. Roll. Okay. Heilung. Hier ist okay. Au. Au. Ja, sie ist zu schnell. Okay, Heilung. Zauber wechseln. Komischer Wuchtzauber. Jetzt machen wir mal Schrotflinte. Ja, gib ihr. Ja, gib ihr. Geht sie klein spammen. Komm, 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 komm. Sei schneller, als sie heilen kann. Sei schneller, als sie heilen kann. Nein. Sind nicht schneller, als sie heilen kann. Aber es. Oh, es ist nur so ein kleines bisschen. Ich muss echt nur ein, zwei Attribute noch steigern oder den Stab hochbekommen. Und die Stamina war das Problem gerade. Okay, nächste Sache, die wir ändern müssen, wir sollten den doofen Lootring weglegen. Und stattdessen den Regenerationsring anlegen. Okay.
Hier kamst du noch hinterher, ne? Ja, kamst du. Okay. So. Hier müsste doch auch noch sein. Du weg. Und dafür dich hin. Damit wir mehr Stamina haben. Flaschen sind schon alle, das ist doof. Damit wir mehr Stamina haben, damit wir schneller länger zaubern können. Haben wir irgendwas Heilartiges? Benutzen wir bitte. So. Haben wir Schutz gegen Blitz? Also wir haben Blitzschaden. Poison Resist, Dark Resist, Boost Luck, Blocks Estus Recovery. Das könnte das sein, was sie gerade macht, oder? Das ist jetzt eine gute Frage. Ist das jetzt nur die Estus-Flasche, die nicht benutzt werden kann in einem gewissen Gebiet? Dann wäre das ein PvP-Item, und zwar ein reines PvP-Item. Wenn es allerdings auch für Heilzauber wäre, dann könnten wir das bei ihr auch nutzen. Ich teste einfach mal. Das wär's du, Lloyds Talisman. Was haben wir jetzt? Hier hin. Und hoffen das Beste. Komm raus. So. Sie übrigens. Au. Au. Sie kann schneller ihren starken Sprung machen als wir unseren schwachen. So, versucht die mal zu heilen. Das war keine Heilung. Und sie kann sich heilen. Okay. Also das Ding hat entweder nur eine sehr kurze. Und tot. Entweder nur eine sehr kurze Dauer. Oder es ist nur für die Estus-Flasche. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Okay, also. Aber es ist so knapp. Und es waren jetzt schon zwei Leben, ne? Ja, komm, einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch so. Plan. Wir arbeiten nochmal mit den schweren Geschützen, bis sie auf 50% runter ist. Und dann, wenn sie anfängt zu heilen, versuchen wir mit den Kleinen das zu wuppen. Und wenn nicht, dann nicht. Der Ausweichplan für diese Folge und die nächsten wäre dann, dass wir zu dem Trio gehen an Bossen und da unsere Signatur hinterlassen, dass wir anderen Spielern da helfen. So, in Rücken. Hey! Ja, ja, ja. Spam. Spam ihr den Rücken kaputt. Irgendwas ist da komisch. Ich habe keine Stamina mehr. Ich bleibe bei 50%. Also so gewinnen wir jetzt auch. Genau, so gewinnen wir doof. Wenn sie sich gar nicht wehrt. Okay, sie heilt sich. Ja, und nochmal. Und nochmal. Und nicht heilen, du dumme Pute. Ja, ich habe Pute gesagt und Puter. Und tot. Okay. Nee, das wird nix. Also. Seelenhaufen ist auch weg. Also die 1000 Seelen. Schade. Schade, 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 schade. Und was lehrt dich das, Talana? Du darfst nur Leute töten, die du auch wirklich töten kannst. Gut. Wir legen den Ring wieder ab. Wir legen dafür den Gierring wieder an. Und springen dann bitte zur Bastille. Welcher Teleporter war da am nächsten? Weiß ich jetzt gar nicht direkt, ob der das war. Ich kann mich an eine Leiter erinnern, aber ich weiß nicht, ob die hier war. Oh, hallo Jungs. Das war die Abkürzung zu dem anderen Gebiet. Hallo. Da war das nicht. Das heißt, okay. Also die Leiter war, wenn, dann bei den Rittern irgendwo drin.
Nee, ich guck mal nach einer besseren Stelle. Travel, Pasti, dahin. Wobei, jetzt tauche ich einfach nur am Anfang des Levels auf, richtig? Ja. Macht keinen wirklichen Unterschied. Also hier rum, hier rum, hier rum. Ah, doch, macht einen Unterschied. Kann ich hier noch rüber? Nein, zu spät. Kaputt. Oh, hey. Oh, wo kommst du denn? Der war mehr. Hey. Das ist jetzt nicht schön. Jo. Okay, hoch. Schneller hoch. Ich muss ein gewisses Fass runtertreten. Es gab ein paar Seelen. Du bleibst schön da und ich fall nicht runter. Guter Plan, sehr guter Plan. Hier war die Kiste hinter, oder? Ja, da war die Kiste, die haben wir aber schon. Da zurück. Sind wir hier, sind wir da und jetzt sind wir gleich da, wo wir eben gerade auch waren. Also, es ist vollkommen egal, welches Leuchtfeuer man nimmt. Ich glaube, beim Schmied ist sogar ein Ticken einfacher. Nö. Ist genau gleich an Gegneranzahl und was weiß ich. Und jetzt müssen wir uns hier durch die Ritter kämpfen. Dann nehme ich doch mal das schöne Ding hier. Ja, sehr geil. Danke, 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 danke. Oh. Ein. Und lieber doch die Kleinen. Weg. Und weg. Oh. Du hättest eigentlich tot sein sollen. Wo ist mein Dolch da? Kaputt. So. Life Gem, sehr gut. Hier ist die Leiter hoch. Okay. Also, hochgehen und direkt vor dem Bossraum diese Markierung setzen. Und dann toben wir uns hier weiter aus, solange bis wir beschworen werden. Da. Zack. Aber davor. So, hier oben hatten wir uns, glaube ich, die Zellen schon mal angeguckt. Genau, da sind die beiden Jungs, die nichts machen wollen. Hallo. Eins, zwei, eins, zwei. Lebst hier immer noch. Au. Heilung wäre vielleicht nicht schlecht. Na, spare ich mir noch auf. Hm. Da kommen wir her. Oh, hier ist die Abkürzung. Kaputt, kaputt, wegrollen, wegrollen, wegrollen. Und ich werde beschworen. Das ist doch mal gutes Timing. Du noch tot? Kommt die Heilung jetzt noch an? Also komme ich jetzt total zerhackstückelt an oder bin ich voll? Ich bin zerhackstückelt, okay. Heil dich. Ich habe eine Estus-Ladung. Das ist nicht viel. Dann verbeugen wir uns mal vor dem Typen mit dem komischen Gesicht. Das ist echt ein komisches Gesicht. So, können wir bitte töten gehen? Genau du, töten gehen. Achso, er wollte erstmal rausgucken, wie man emotet. So, jetzt haben wir uns beide verbeugt. Können wir jetzt töten gehen? Ich kann da nicht durch. Kann ich ihn töten? Es kann sein, dass er noch auf den zweiten wartet, aber hier ist keine Markierung mehr auf dem Boden. Junge. Du bist im Fernsehen, wir haben nicht ewig Zeit. Lesen wir Markierung. Trio. Einen nach anderen töten, das ist ein sehr guter Hinweis.
Verbündeter benötigt voraus, dann Trio. Ja. Ah, genau, da geht's lang. So, rein.